Wir brauchen 35 Gramm ungesalzene Butter bei Raumtemperatur, 35 Gramm hellbraune Zucker, ein Ei, 60 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 120 Gramm Kastanien, 35 Milliliter Schlagsahne, 2 Esslöffel kaltes Wasser und eine Portion Schokoladenkuchenboden, dessen Rezept du auf dem Link oben findest. Zuerst kochen wir die Kastanien im Wasser. Wenn sie gekocht sind, entferne sie von das Wasser und trenne 30 Gramm Kastanien davon. Schneide diese in kleine Stücke. Die restlichen 90 Gramm Kastanien werden mit 60 ml Milch, 1 Esslöffel Butter und 1 Esslöffel Honig püriert. Nun in eine Schüssel rühre den Zucker mit der Butter, bis es leicht und locker ist. Füge das Ei hinzu und mische es wieder gut. In einem anderen Schüssel mische das Mehl, Hefe und Kastanienstücke. Füge sie nun zu den feuchten Zutaten hinzu. Füge auch das Kastanienpüree hinzu und schlage alles zusammen. Zum Schluss füge die Sahne und das Wasser nach und nach hinzu und rühre gut um. Lege nun eine 18 cm Backform mit Backpapier aus und bedecke sie mit dem Schokokuchenboden. Link dafür findest du wieder oben. Verteile jetzt gleichmäßig das Kastaniencreme auf den Tortenboden. Stelle sie auf 180 Grad vorgeheizten Ofen für 20 Minuten. Für die Schokoladenganache schneide 50 Gramm Dunkelschokolade und 50 Gramm Milchschokolade in kleine Stücke. Gebe die Sahne in einen Topf bei schwacher Hitze unter häufigem Rühren und bringe sie zum Kochen. Gieße nun die Sahne über die Schokolade und rühre es, bis du eine weiche Creme erhaltest. Lasse es für 10 Minuten abkühlen. Danach gieße es über den Kuchen. Stelle den Kuchen in den Kühlschrank für wenigstens eine Stunde und serviere ihn kalt. Ich hoffe, es gefällt dir. Vergesse bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein Rezept verpasst. Vielen Dank und tschüss!